Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Horizon Forbidden West. Ja, dann let's go. Ich meine, beim letzten Mal ist mir aufgefallen, dass hier so ein paar Quests rumdümpeln, so ein paar Nebenquests. Deswegen machen wir uns mal auf den Weg, weil ich mache mir nichts vor, da oben reinkommen. Obwohl, ah, vielleicht komme ich ja doch oben rein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Sollte ich es probieren? Ich sehe halt auch ansonsten da keinen Weg, da irgendwie reinzukommen, ne? So von innen meine ich. Hier so mal so ein bisschen rumspringe. Ich meine, wir können ja noch einmal gucken. Einmal gucken jetzt so bei Licht ist ja, ne? Also Ingame-Licht. Nicht falsch verstehen, bei mir ist es zappenduster. Draußen. Ne, aber bei Ingame-Licht hier, wenn die Sonne mal aufgeht, ne? Könnte man ja mal. Ja, von hier aus, dass ich da nicht hinkomme, ist klar. Das ist uns ja schon fünfmal aufgefallen. Fall doch nicht da runter. Ich hätte gern so eine Drohne, wo ich hier mit so rumfliegen kann. Kann natürlich auch sein. Das will ich nicht verneinen, dass mit Aoife so eine Möglichkeit kommt, den besser zu kontrollieren. Ja, okay. Nee, das wird, glaube ich, nichts. Maybe später, vielleicht. Ich gehe jetzt erstmal rüber zur Quest. Sonst wird das hier noch ewig so weitergehen. Aloy, du kommst genau zur rechten Zeit. Hier Wirklich? drüben. Okay. Oh. Aloy, welch ein großartiger Tag. Ah ja. Großes liegt in der Luft. Oder wird es bald? Ach, Großes, wirklich? Sieh her. Ich nenne es Morlens fantastischer Schwebeballon. Ah. Inspiriert von den fliegenden Kugeln der Banuk bei ihren Clankämpfen. Und Aha. da oben bietet dieses großartige Konstrukt ein Spektakel, wie es noch kein Lebender je gesehen hat. Ohne Last der Schwerkraft lockt dieses schwebende Leuchtfeuer Leute von nah und fern zu unserem Schauplatz der Wunder und Vergnügen. Aber uns fehlt noch ein wichtiges Teil. Also ein Heißluftballon. Klein. Ja. Fantastisches Design. Allerhöchste Ingenieurskunst der alten Welt. Ah ja. Wir haben ihn gefunden, als wir tief unten weitere Ruinen öffneten und Statuen geflügelter Schlangen entdeckten. Ah, ja. Eine solche Statue hatte den Brenner im Maul. Zweifellos Teil eines antiken Feuerspektakels. Oh, Aloy. Er ist perfekt für den Ballon. Aber okay. ein Schwarm Gräber verjagte uns, bevor ich ihn mir schnappen konnte. Ah, ja. Könntest du ihn holen, bitte? Ja. Oh, ich bin neugierig. Ich hole ihn für dich. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Natürlich. Okay. Okay, dafür bin ich hier. Geh dahin, wo wir den Flutschlitzer bekämpft haben, nachdem du das Wasser abgelassen hast. Mhm. Wenn du unten bist, geh nach rechts und such einen Seitenraum. Ah ja. Die besagte Statue ist hoch oben. Bedrohlich wie ein Albtraum. Aha. Oh, und wenn du lieber sanfter in die Ruinen absteigen willst, nimm den Aufzug. Jojo. Geh zurück ins Gebäude und dann nach oben. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Okay. Fantastisch, danke. Ich warte auf deine Rückkehr. Ja, alles gut, ich mach das schon. Klar mache ich das. Es klingt nach Spaß. Außerdem kann ich den Typen leiden. Ernsthaft, ich finde den super. Also ich finde die drei sowieso super. Ist richtig cool. Sehr sympathisch. Wenn du da rausgehst, stirbst du. Das ist meine Sache. Ich sag's dir, so nützlich wie ein Glashammer. Ich habe ihm nicht das Kommando gegeben. Nein, nein, wir wissen alle, wer das war. Die Wildnis ist schwierig. Lass Weiß. Mich für dich gleich damit. Oh, hier ist nur Dings. Wer ist denn noch hier? Entschuldigung, Entschuldigung. Ich will mal kurz durch. Danke. Und die lässt er an mir aus. Oder siehst du das anders? Nein, stimmt schon. Du hast recht. Das nächste Mal springe ich dir bei. Was machst du als nächstes?
Ja. Ich glaube, das ist sind die das Geschwisterpaar, das wir schon getroffen haben, mit der Faszination für Sprengkörper und Explosionen. Glaube ich zumindest. Ich nehme mal den ruhigen Weg nach unten. Wie er gesagt hat. Der Aufzug ist doch ganz angenehm. Ne, und wenn er funktioniert. Nicht mehr runtertauchen. Ja, das ist vorteilhaft. Obwohl, das mit dem Tauchen fand ich auch cool. So das erste Mal hier das Ding benutzen und so, ne? Schon nice. Du musst, glaube ich, hier hoch, ne? Mhm. Ich finde es immer noch sehr interessant und sehr cool. Ich glaube, das habe ich schon, ne? Wo ist begangen? Ah, ja. Hm. Ich glaube, das haben wir uns alles schon angehört. Hoffe ich einfach mal. Ist halt schon ein bisschen her, ne? So, ich sammle mich mal hier ab. Nein, das ist nicht die richtige. Was? Achso. Nee, wir haben noch ein paar Meter. Ich wollte nur den schnellen Weg nach unten nehmen. Dann brauchen wir hier nicht die Treppen runterlatschen. Er meint natürlich hier irgendwo. Hier vorne haben wir ja den Dings besiegt. Und er hat gesagt, hier irgendwo geht es in einen Nebenraum, ne? Die behalte ich als Vorrat. Jojo. Na, da drüben irgendwo. Ja, hatte ich auch schon gehofft, dass wir da irgendwie hinkommen. Also, ne, ich hab's gesehen, dass da was ist. Nur die mussten das anscheinend erstmal für mich hier aufmachen, ha? Genau, da vorne. Bei dem Fragezeichen gehe ich mal von aus, dass da der Durchgang ist. Ach, hier unten, oder wie? Moment. Au. Oder? 53 Meter. Okay, warte mal. Oh, es ist der doch da oben. Hm. Ja, nee, so komme ich nicht hoch. So komme ich nicht da hoch. Okay, gesundheitsvoll. Ich habe wahrscheinlich eben schon mal gedrückt und nicht darauf geachtet, dass er gesagt hat, dass voll ist. Oder muss ich hier durch? Nee. Ich finde schon den Weg. Oder muss ich da... Nee, oder? Kann auch sein, dass ich hier einfach so rüber kann. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt hier Wege gehe, die ich nicht gehen soll, aber hey, ich kann hier sein, also darf ich auch hier sein? Gehe ich. Alter, sieht das krass aus. Oh. Aber Alter, ist das krass. Das ist mir schon das letzte Mal aufgefallen. Einmal hier rüber. Bis hier noch eine Brutstätte gibt, in der ich das lernen kann? Ja, gibt noch ein paar, wo wir noch was lernen können. Du, da haben wir schon ein paar entdeckt. Und auch welche, die ich noch nicht entdeckt habe und die ich auf der Karte aber schon sehen konnte. Nö. Ich wollte halt nur nicht vorgreifen, weil bei der einen hieß es ja, dass wir da noch unterlevelt waren. Zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gesehen habe. Und das muss die Statue sein. Ja. Okay, ich muss da irgendwie hoch. Oder wir müssen es irgendwie runterkriegen. Oder wir müssen da hoch. Gut, da gibt es auch was zu holen. Erstmal umgucken. Ja, ein paar Sachen gibt's. Eine Öffnung. Ja. Oh. In dem Raum ist eine Kiste. Darf ich da rein? Na, erstmal hier die Öffnung aufmachen, ne?
Na, gucken wir mal. Ach. Das könnte nützlich sein. Ja, definitiv. Was haben wir denn da? Mia Hellraise, paranormales Inferno. Wunder, Magie, ein paranormales Inferno. Mia Hellraise ist wieder in Vegas mit ihrer bisher heißesten Show. Und die Kritiker können gar nicht genug davon bekommen. Überwältigend, es haut einen um. Y como siempre, el show de Mia este fuera de serie. Öffnen Sie Ihren Geist für eine neue Realität, wenn diese Meisterin der Magie die Grenzen zwischen dem Diesseits und dem mystischen Jenseits niederbrennt. Unser außerweltliches Mystery Dinner ist allerdings nicht für die Ewigkeit geplant. Also buchen Sie jetzt Ihre Tickets für ein Erlebnis, das die Welt der Magie in Flammen aufgehen lässt. Traumhafte Tänzer, wunderbare Weissagungen und ein flammender Drache erwarten Sie bei diesem paranormalen Inferno. Sorry, ich habe mich ein bisschen verhaspelt. Ich hoffe, das kam gut genug rüber für das Inferno. Ich versuche ja immer so ein bisschen, ein bisschen was reinzubringen. Beim Vorlesen, monotones Vorlesen. Schwierig. Und ich gucke dann... Kettenreaktion aus. Ja. Dankeschön. Auf jeden Fall, ne? Macht's ja auch Spaß, da so ein bisschen die Stimme so ein bisschen versucht. Also ich versuche dann immer meine Stimme so ein bisschen zu verstellen. Und anzupassen, wie ich mir das vorstelle, wie das wohl geklungen haben könnte, wenn jemand anderes das vorlese. So werbetechnisch. Kennt man ja von früher, so die Werbungen. Oder auch jetzt, teilweise Cyberpunk 2077, ne? Wenn da so die Sprecher so crazy vorlesen, ne? Ich glaube, die soll sogar hier bleiben, ne? Warte. Oh, warte mal. Dass sie das geschafft hat, okay. Einmal hochziehen, bitte. Okay. Ich muss höher rauf, um zur Statue zu gelangen. Hier. Aber erstmal die Kiste. Ich hatte gehofft, ich käme noch höher, aber... okay, warte. Noch eine Kiste. Komme ich da oben auch rauf? Nein! Okay, warte. Ja, ist ja gut. Die Tricky hat mich angemosert. Die Luft ist dick vor Hitze. Ja, das glaube ich. So nah ran wie möglich. Ja. Dankeschön. Ich will noch nicht runterspringen wegen der Kiste. Weil ich glaube... da. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist noch mal ein bisschen was anderes. Und ich habe es gefunden. Na komm, na komm. Yes. Lass mich raten. Wow. Das ist cool. Ich hatte befürchtet, das klappt nicht, aber... Doch, hat geklappt. Wunderbärchen. Brennerwartungsbericht. Brenner 1DEF 981. 2. November 2055. Drachenbrenner aufgefüllt, Bauteil, Reinigungszyklus abgeschlossen. Sicherheitsprüfung durchgeführt. 9. November 2055. Drachenbrenner aufgebaut, aufgefüllt, Bauteil, Reinigungszyklus abgeschlossen, Sicherheitsprüfung durchgeführt. Okay, auch am 16. November. Kundenbeschwerde. Die aktuelle Flammstufe sei nicht spektakulär genug. Druck am Hauptbrenner erhöht. 17. November 2055. Der erhöhte Druck hat zu unschönen Hitzestößen an den ersten drei Tischreihen geführt. Kunden umgesetzt und das Paar in A5 für angesenkte Kleidung entschädigt. Ja, wenn man einfach das erhöht. Das hatte einen Grund, warum das, auf Kosten der spektakulären sonst was runtergeschraubt wurde.
Also, ne, auf Kosten dessen, dass es nicht mehr so spektakulär wirkt. Wurde es bestimmt absichtlich, Wow! Ja, ich hab den Brenner. Ich sollte ihn zu Morland bringen. Ja. Warte. Ich will hier nochmal rüber. Ne, hier ist auch noch was. Okay. Kaninchen sind auch schon wieder laut. Ist da auch noch was? Nö. Typisch, typisch. Man hat gerade angefangen und dann, ne? Machen sie schon Randale. Oh. Gerade so hinbekommen. Nice. Gut, dann hätten wir das ja, ne? Alles, was wir hier kriegen können, habe ich eingesammelt. Gräber, das müssen die sein, die Morland angegriffen haben. Ja. Cool, dass ich schon halb draußen bin. War jetzt ein bisschen... War halt schon wirklich draußen und... Die waren ein bisschen spät, ne? Ich hätte sie ja noch besiegen können. Aber warum sollte ich? Weil... War ja schon... Hat ja schon den Brenner und war ja schon draußen, ne? So gesehen. Naja, naja. Und Gräber kriegen wir sowieso an jeder Straßenecke. Glaube ich. Deswegen... jetzt nicht so interessant. Hauptsache, wir bringen eben die Brenner. Warte. Na komm. Ja. Schön. Wenn es schon, eine schnellere Möglichkeit gibt, nach oben zu kommen, dann nehme ich die doch. Ich muss noch ein bisschen weiter höher. Wo war denn das nochmal? Ich hab mich verlaufen. Hallo? Ist da jemand? Kann mir mal jemand den Weg weisen? Gibt's hier noch, eine Möglichkeit? Nee, ich bin oben, ne? Mach doch mal die Taschenlampe an. Edel. Hä, wo war nochmal hier der Ausgang? Ich war doch... Boah, war ich doch noch ein bisschen höher. Nee, oder? Nein, nein, nein. Oder? Warte, das war noch eine. Oh, doch, doch, hier. Warte. Doch, eine höher. I don't know. Ja, ja, hier ist es. Ah, oh, Mensch. Meine Güte. Bietet auch hier... Ja, hier ist es. Jede Menge Potenzial, um sich mal so ein bisschen zu verirren, ne? Ja. Genau das, was ich... Okay, ich hätte mal... Warte. Ich kann ja direkt hier auf den Aufzug gehen. Warum bin ich eigentlich... Egal. Vorhin da irgendwie so komisch aus... ja, egal. Egal. Ist ja jetzt nicht so wild, wie ich vorhin ausgestiegen bin. Nö. Dann reden wir gleich nochmal mit den anderen. Gibt ja da noch, nö. Andere Gespräche. Die Tenak sind aneinander geraten. Ist doch nichts Besonderes. Moin. Ah ja. Gut, dann wollen wir mal. Du bist zurück. Ja. Hast du ihn? Ja, ich hab ihn.
Hast du das Gerät? Bitte sag, dass du ihn hast. Wir sind so nah an etwas wahrhaft Majestätischem. Na dann. Das ist ermollend. Oh ja, ja. Vielen Dank. Ich hoffe, du hattest nicht allzu viele Probleme. Ach, Quatsch. Oh. Dieses Design. Er ist so kompakt. Oh. Die Alten konnten so etwas bauen. Er müsste perfekt in das Gehäuse passen. Wir müssen die Lure-Rohre noch anziehen und dann geht's los. Wir? Soll ich den Jungfernflug etwa ohne die Person machen, die sie möglich gemacht hat? Da hat mich meine Mutter besser erzogen. Oh. Du solltest die Ehre haben, die Welt so zu sehen, wie sie noch kein Lebender gesehen hat. Ah ja. Was meinst du? Wie könnte ich dazu Nein sagen? Ich wollte gerade sagen, machen wir doch mit. Zur Not, wir haben einen Gleiter. Wo hat er den Kopf her? Den habe ich aber nicht mitgebracht. Ui, eine Eisluftballonfahrt. Das, was ich im Real Life nie tun würde. Wie cool. Was war das? Ach, kein Grund zur Sorge. Eine stabile Leine verbindet uns mit dem Boden. Beste Außenrahmenwertarbeit. Drehe die Flamme etwas auf. Auf! Sieh nur! Ja? Die Welt unter unseren Füßen, der Himmel zum Greifen nah. Ja. Der Brenner heizt die Luft im Inneren auf. Diese wird leichter als die Umgebungsluft. Und wir steigen auf. Ja. Genau! Der Antrieb ist nur heiße Luft. Wie bei Stamur. Aber erzähl ihm das nicht. Okay. So ein kleiner Running Gag, hä? Wir schreiben gerade Geschichte. Da ist es, da unten, da sind die Dings drin. Der erfolgreiche Osram-Flug. Hat es schon mal jemand versucht? Oh ja! Die Geschichte der Osram-Luftfahrt ist faszinierend. Und, grausam und... Glaube ich gern. ...höchst entflammbar. Also, das hättest du ruhig vorher erwähnen können. Ach, naja. Die anderen scheiterten, weil ihre Maschinen zu schwer und komplex waren. Die mussten abstürzen. Ah ja. Wir nicht. Nur Raum für Piloten... Lohe, ein Brenner, der Ballon und eine Leine. In der Einfachheit liegt die Perfektion. Ja. Naja, und zumindest kann weniger explodieren. Und wie sieht das mit der Landung aus? Ich. Aber das ist schon echt cool. Wenn Abaddon hier wäre, wäre er voll wie ein Weinfass. Extreme Höhenangst. Oh du. Und betrunken fängt er immer an zu dichten. Ah, er ja. singt. Plastische Reime über seine gesamte Buchführung. Oh, okay. Wenig bekannt ist, dass die Osram-Poesie in den Schmieden im Anrecht geboren wurde. Mhm. Nur eine kleine Turbulenz. Wir werden... Das ist etwas mehr als eine Turbulenz. Ja. Fürs Protokoll. Dies war nicht Teil der geplanten Aeronautik-Erfahrung. Ja. Was war das? Ja, ich glaube, die Leine hat sich losgerissen. Okay. Molland! Das ist nur ein kleiner Rückschlag. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Das... Tropfe der Dichtungsring. Er wird uns rahmen. Wer wird uns wie rammen? Habe ich vorhin noch meine Bedenken geäußert? Ich würde die gerne noch mal einwerfen. Molland, ich hoffe, du bist... Ah ja. Zurück! Nein! Hey, verschwinde! Los, kusch! Molland, er ist in Gefahr. Ich muss zu ihm. Ja! Nein! Ich muss seiner Stimme folgen. Molland sitzt auf der anderen Seite fest. Ich muss die Maschinen beseitigen. Oh, okay. Gut. Also. Man, gut, dass wir so stark sind. Bin doch schon unterwegs. Du weißt, dass du nicht alleine unterwegs warst. Zum Glück.
Stell mal vor, die Jungfernfahrt wäre allein los gewesen. Kannst du mal bitte aufstehen? Danke. Ich stecke fest! Okay. Ja. Das war der letzte. Ich sollte nach Morland sehen. Warte, Morland! Ich helfe dir raus! Aloy! Beim Zahnrad, du lebst! Ja. Kannst du vielleicht einmal kurz Hand anlegen? Ja, ich komme sofort. 2 Sekunden. Ich nehme immer Sachen mit. Wo bist du denn? Ach, da oben. Oh, sorry. Grünglanz ist definitiv wertvoll. Deinen abrupten und entschlossenen Abgang hatte ich nicht erwartet. Ja. Wirklich nicht. Okay. Okay, komm. Alles in Ordnung? Oh, als uns dieser Wirbel traf, brach alles auseinander. Ja. Ich weiß noch, wie wir fielen. Dann warst du weg. Ja. Schon gut. Wir leben noch. Mhm, noch. Weißt du, was die Osram-Luftfahrt angeht, sind wir Pioniere. Das glaube ich. Ist kein allzu beliebtes Forschungsgebiet. Ja, das glaube ich auch. Kommst du alleine zurück ins Lager? Ja, das schaffe ich. Aber ich brauche den Brenner. Ja. Er fiel ab, als wir angegriffen wurden. Ich kann alles ersetzen. Außer ihm. Ja, okay. Gut. Dann los. Starker Wind. Hast du eine Ahnung, was uns getroffen hat? Im Wirbel konnte ich es nicht gut erkennen. Nee. All das Kreischen und Blitzen? Bestimmt war es ein Sturmvogel. Ach, scheußliche Maschine. Ja. Wenigstens ist sie mit dem Sturm verschwunden. Na dann. Aber wo sind wir gelandet? Ah, okay, ein bisschen weiter weg. Ich kann die Lichter sehen. War gut, dass wir die angemacht haben. Aloy, könntest du einen Weg hinüber suchen? Wir brauchen nur eine Brücke über den Spalt. Okay. Ja, gut, ich guck mal. Da unten gibt es auch noch eine Blume. Die ich, nö. So. Man, gut, dass wir das schon haben. Auch wenn es vielleicht nur dafür da ist und nicht uns hier weiterhilft. Da vorne, ne? Warte. Kann ich dich ranziehen? Kein Halt. Okay, warte, ich gehe mal wieder hoch. Ich habe da was gefunden. Warte. Kleines Vorratslager. Achso, das ist ja nur. Oh, hier. Ich glaube, ich habe eine Brücke gefunden. Ja. Glaube ich auch. Okay, ich muss mal kurz gucken. Wegen der Kaninchen. Das ist gerade etwas. Ich glaube, die sind nämlich dafür verantwortlich, dass es so rumst bei mir im Hintergrund. Oder? Wart ihr das? Nein. Okay. Dann nicht. Ich dachte. Gut. Effizient und effektiv. Du wärst eine gute Osram. Ja. Glaube ich auch. Ich sehe ihn. Der Brenner. Er liegt direkt unter dem Sturmvogel. Oh, ja. Ich sollte keine Sicherheitsvorhersagen mehr machen. Ja. Das muss der sein, der uns runtergeholt hat. Wir müssen ihn töten, um den Brenner zu holen. Bereit? Bereiter geht's nicht. Warte, ich hole dir nochmal die Kiste. Beziehungsweise das, was drin ist. Ja, ich hätte gerne. Ich hätte gerne ein paar mehr Informationen zu dem Vieh. Säure sollte bei dieser Maschine helfen. Ah, okay. Gut, damit komme ich klar. Ich werde trotzdem noch mal ein bisschen hiervon auch nachproduzieren. Man weiß ja nie.
Okay, ich muss wohl näher ran. Komm mal her. Hab dich. Ja, nice. Darf ich nicht? Doch, ich darf. Ich wollte gerade sagen. Wird sicher noch nützlich sein. Ja, ja. Absolut. Wo ist er denn? Okay, warte, wie komme ich da hoch? Ach, da. Schön, dass du zurückgekommen bist. Sollen wir loslegen? Ja. Ach, wirklich? Er ist tot. Bei meinem Stahl. Oh. Der Sturmvogel hatte es auf mich abgesehen. Ach Quatsch. Oder ihm gefiel mein Ballon. Ja. Hallo? Was soll ich jetzt machen? Okay, ich muss irgendwie... Ah, schön, wie du guckst. Ich wollte gerade sagen, ich muss irgendwie richtig vor ihm stehen, aber es sah nicht gerade richtig aus. Nein, das auch nicht. Hallo. Rede mit mir. Nee, daraus wird nichts. Kommst du mal? Oh, okay, warte. Ja, das sind die Kaninchen. Nervig, nervig. Ich speichere mal kurz und dann lade ich neu. Ist ja nicht so weit entfernt, die 100 Meter. Ich hoffe einfach mal, das löst den Fehler. Schade, dass das so verbuggt ist, wenn man dann den Sturmvogel dann besiegt, dass man dann nicht mit ihm reden kann. Weil ich irgendwas hätte vorher machen sollen, aber es erklärt halt auch, warum das eben gerade teilweise nicht gefruchtet hat mit meinen Attacken, ne? Okay, warte. Spiel laden. Genau. Okay. Nehme ich mal einmal den Spielstand. Wenn nicht, dann muss ich halt einen davor nehmen. Der wird da irgendwo, wird er ja mal automatisch gespeichert haben. So. So. Ne. Dann nehme ich den Stand. War ja jetzt nicht so schwer mit dem Vogel. Ich weiß ja jetzt, was ich einsetzen muss. Ne. Ist er jetzt unten? Ah, er steht jetzt hier unten. Okay. Er hätte mit runterkommen müssen. Okay, gut. Gefunden. Dann. Nur ein feiner Haares im Gehäuse. Okay. Das kann ich mit etwas Punktschweißen richten. Okay. Wenn sich nicht der Boden auftut und uns verschluckt, würde ich sagen, wir sind in Sicherheit. Ah. Du hast wieder dein Leben riskiert. Für mich und meine Träume. Ach.
wünschte, ich hätte Stemmos Worte, um dir zu danken. Ach, das reicht. Du hast mich zum Bau eines neuen, verbesserten Ballons inspiriert. Eine ja. Kombination aus Spektakel und Sicherheit. Oh, na dann. Welche Ehre. Aber ich lasse Aberdant und Stemmo beim nächsten Flug den Vortritt. Wir sehen uns im Lager. Ich muss über so viel nachdenken. So okay. viele Ideen. Ich mag ihn. Er ist auf so cool. Auf ein Wiedersehen. Ja. Mögen deine Werkzeuge nie brechen und deine Fantasie niemals Grenzen finden. Oh, süß. Ah, ich finde ihn so... Ich finde ihn so sympathisch, ne? Er ist halt so grundauf sympathisch. Ich find das einfach so nice. Oh. Ich finde das schön, dass wir hier so viele Freunde machen. Ich mag das. Auch wenn ich im Real Life so, ne? Hin und wieder ein bisschen für mich lieber bin, aber so, ne? Eigentlich ist es doch ganz nice. Nö. Real Life, irgendwie, ne? Beziehungen zu führen, auch, ne? Jetzt mal so hier nur rein gesprächlich. Ne? Naja, das ist ein anderes Thema. Das ist ein Autismus-Thema. Das ist, ja. Nö. Ist ein Thema für sich. Aber trotzdem, ich finde es trotzdem sehr, sehr schön, die Gespräche. Und die Charaktere, wie die ausgebaut sind, das ist richtig, richtig nice. Man kann sie nur mögen. Super sympathisch. Wenn du da rausgehst, wenn du was erleben willst, das ist meine Sache. Ja, es sind die Geschwister. Ja. Oh, Rotschopf. Genau die richtige. Ja. Du kennst sie. Hi. Dann sag ihr, dass sie keinesfalls dort rausgehen soll. Ihre Schwester ist verschwunden. Was er weiß, bevor ich ihm eine knalle. Oha. Ja. Immer langsam, Della. Was ist denn los? Es geht um meine Schwester, Boomer. Ja. Sie ist in die Wüste gerannt. Wir hatten Streit. Okay. Ich wollte es am Morgen mit ihr besprechen, wenn wir uns wieder beruhigt haben. Okay. Als ich aufwachte, war sie weg. Und nur die Brillenschlange hier hat gesehen, wie sie ging. Aber na dann. Er will mir nicht sagen, in welche Richtung sie Brille. Gegangen ist. Du kannst nicht einfach in die Wüste rennen. Dort gibt es Stürme. Und wenn der Sand dich nicht kriegt, dann der verschwindende Schrecken. Weißt du, ja. was mit den letzten Stöberern passiert ist? Nein, weißt du nicht. Nie zurückgekehrt sind. Ah ja. Naja, stimmt, der war das der Ängstliche sie aus dem ist Trio. Ganz allein da draußen. Vielleicht ist sie versunken. Oh, ja, komm, sag es mir. Ich gehe hin. Ich suche. Ich frag dich, Rotschopf. Hilf mir, sie zu finden. Ja, ja. Was ist der verschwindende Schrecken? So nennt Stemmor die Maschine, die über die Dünen wandert. Mhm. Manchmal sieht man einen verschwommenen Metallkoloss in der Ferne. Okay. Rührt sich stundenlang nicht. Und wenn man das nächste Mal schaut, weg. Als ob er nie da war. Doch was für eine Maschine ist es? Keine Ahnung. Niemand ist je nah genug rangekommen. Dann werden wir das rausfinden. Einige Stürmer sind mal rausgegangen, haben aber nur Sanddünen gefunden. Mhm. Mir ist egal, was es ist. Es wird mich nicht davon abhalten, meine Schwester zu finden. Ich suche. Bleib du mal hier. Bei diesem Streit mit Boomer. Worum ging es da? Es ging wie immer um Funken und Geknalle. Ja. Ich habe sie dabei erwischt, wie sie einen meiner Prototypen explosiv machen wollte. Genau wie immer. Als ja, ich sie daran gut. erinnert habe, dass sie das letzte Mal fast das Haus abgebrannt hätte, zuckte sie einfach nur die Achseln. Ja. Dann haben wir darüber diskutiert, warum wir Kettenkratz verlassen und herziehen mussten. Ja. Und darüber, warum bei der Schmiede sie alles in die Luft jagen muss. Und was hat Boomer gesagt? Das ist es ja. Sie hat gar nichts gesagt. Hat da gesessen und mich ignoriert. Nicht mal als ich ins Bett bin, hat sie was gesagt. Heute Morgen aufwachte, war sie einfach weg. Das hat sie noch nie gemacht. Okay. Wie ich sie kenne, ist sie da draußen in Schwierigkeiten geraten. Deshalb ja. muss ich sie finden. Gut. Wieso seid ihr zwei in den Westen gezogen? Ah, das. Ja. Es gab einen Unfall in Kettenkratz. Ja, hab ich mir gedacht. Einen explosiven Unfall? Naja, du kennst Boomer, ja. Wir haben unsere Werkzeuge geschnappt und sind los.
Wir haben uns einer Karawane angeschlossen, die in den Westen zog. Allerdings hat uns doch Erend hat uns davon erzählt, ne? Aber warum kamt ihr hierher? Ihr könntet überall hin. Ich kann nicht nach Anrecht zurück. Und überall sonst ist es mir zu voll. Draußen gibt es immerhin nicht so viel Kollateralschaden. Außerdem wird dieser Ort in Zukunft bestimmt beliebt, oder? Ja. Ned hat immer gesagt, sei lieber zu früh. Wenn du mich bestechen willst. Ich nehme nur Scherben im Voraus. Kein Kredit. Vielleicht sind wir viel zu früh. Okay. Wenn Boomer sich in der Wüste verlaufen hat, finde ich sie vielleicht. Ich komme mit. Es ist sowieso mein. Nein, bleib mal hier. Aber... Wo sahst du sie zuletzt? Wenn du mit ihr gehst, hast du eine bessere Überlebenschance. Ich glaube, sie ist zu den Metallbögen im Osten gegangen. Na dann. Dann brechen wir auf. Anfangen. Los geht's. Gehen wir. Oh, hallo. Warte, ich muss dir erstmal die Quest, Genau, hier. Ich muss erstmal die Quest markieren. Damit wir da hinkommen. Ja, sonst hätten wir sie auch da treffen können. Aber ich bin ganz froh, wenn wir da zusammen hinkommen. Das wird bestimmt super. Super interessant. Was machen die da? Einfach nur rumstehen? Okay. Ich dachte, da wird irgendwie noch dann, ne? Weißt du? Irgendwie Gespräche? Keine Ahnung. Ich hatte gehofft, dass man dann irgendwie unterwegs noch irgendwie redet. Auch mit Siehst anderen du Personen. Siehst du die Metallkurven, die aus dem Sand kommen? Ja. Das sind die Bögen. Okay. Na, wenigstens redet sie. Im Sand steckt etwas Schrott. Vielleicht von den Bögen. Ist das Boomers Werk? Aber keine Boomer. Ich suche nach Spuren. Warte. Nee, Grünglanz. Da. Ach da. Spuren. Sie führen wohl hinaus in die Wüste. Was hast du dir gedacht, Boomer? Ja. Und keiner hinterfragt, wie sie Spuren sehen kann, die keiner sonst sehen kann. Du hast Glück. Aber manchmal macht sie mich. Was ist mit Beta? Und manchmal, meistens, weiß ich nicht mal, was in ihrem Kopf vor sich geht. Ja, das ist. Aber ich hab doch nur sie. Hoffentlich finden wir sie. Geht uns mit Beta auch so? Wir. Obwohl Beta ist ja die gleiche Person wie sie, aber trotzdem kommt sie da einem Geschwisterchen doch sehr, sehr nah. Würde ich mal sagen. Auch wenn sie nicht zusammen aufgewachsen sind. Die Spuren enden hier. Aber anscheinend hat Buma Fallen aufgestellt. Überall Sprengstoff zu verteilen klingt auf jeden Fall nach ihr. Aber wo ist sie? Wenn wir die Maschinen loswerden, finden wir es vielleicht heraus. Ihr. Warte, ich markiere mal alle. Das Ding kann den Schweif nicht einsetzen, wenn ich ihn zerstöre. Ja, alle schwach gegen Elektro, oder wie? Ja, fortgeschrittene Sprengfalle. Okay, warte. Kann ich nur zwei platzieren? Sehr ärgerlich. Warte, nee, falsch. Hier. Fallen sind echt praktisch. Ja. Ich treib ein Haus.
Maschine ist genau reingelaufen. Ja. Boomer! Bist du da? Nichts. Sehen wir in den Ruinen nach. Ja. Finden wir raus, wo sie ist. Vorher nehme ich alles mit. Okay, ich muss definitiv Fallensteller verbessern, ne? Ich denke mal, dass ich dann mehr Fallen aufstellen kann. Ja, ja, das ist das mit den Rohstoffhöhen. Was haben wir hier? Ah, okay, bitte. Okay. Das hat sich ja dann doch erklärt. Ah, das ist natürlich auch super. Okay, gut. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Gibt doch ein paar Dinge, die ich daraus doch früher schon hätte machen können, ne? Na, okay. Na, was hast du für mich? Ich nehme gern alles. Au! Toll. Klar, natürlich. Warte. Sollte nicht so leichtfertig sein. Warte. Das sind die Dings. Ah, da vorne. Ich laufe nochmal da drüben hin. Da war, glaube ich, auch noch was. Oder? Oder? Ja. Da war auch noch was. Okay. Hier. Ah, da. Nice. Ah, ich muss langsam den Part beenden. Ja, wir können ja beim nächsten Mal weitermachen. Dann nehme ich da vorne noch das mit und dann gucken wir mal nach Boomer. Wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye. In einem ganzen Leben auf der Suche nach Wissen hat mich eine Frage beschäftigt. Wie ist unsere Welt entstanden? Die Alten sind vor 1000 Jahren gestorben und alles Leben wurde ausgelöscht. Sie zeigte mir, wie es wiedergeboren wurde. Ein ausgestoßenes Mädchen, unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus 9 Unterfunktionen, die gemeinsam die Erde aus einem kahlen Felsen neu formen zu einer üppigen Landschaft. Bewahrt und geschützt von den Maschinen. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck, Zero Dawns Schöpferin. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades, einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal unbekannten Ursprungs. Und mit etwas Hilfe von mir siegte sie in einer großen Schlacht in der Stadt Meridian. Und wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen.
Denn während sie gut machen will, was Hades zerstörte, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt und Möglichkeiten.